Ja, aber hallo, sowas von. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Vorsicht, Platz da. Ja, sorry. Ja, halt die Backen. Oh, da haben wir ein Bild. Das nehme ich natürlich gerne noch mit. Ups, mein Fehler. Kannst du mir bitte mal das Bild lassen? Dankeschön. 3 von 4. Ja, 3 von 4 haben wir jetzt auch. Gut, gut, gut. Ja. So, ich muss mich wieder ein bisschen umgewöhnen jetzt gerade auf ein neues Let's Play. Ich habe jetzt mit GTA 3 angefangen mit dem Aufnehmen. Jetzt geht's weiter mit Mafia. GTA 3 kommt heute noch im Laufe des Tages. Und jetzt geht's los mit Mafia 3. Warte mal. Ich muss mich gerade. Oh, ich muss mich wieder komplett orientieren. Triff Donovan. Wir sollen Donovan treffen. Es scheint wohl ein neues über den Richter zu geben. Und oh, es könnte der nächste Leutnant sein, der da jetzt. Aua. Das könnte der nächste Leutnant sein, der uns jetzt kriegt. Der dann auf uns wartet. Aber mal so eine kleine Anmerkung von mir. Wie krass ist das denn? Als ich heute Morgen oder beziehungsweise gestern reingeguckt habe, die eine Folge in Mafia 3, ich glaube 31 war das, mit über 100 Aufrufen. Was für eine krasse Kacke ist das denn? Nur wegen dem Titel? Weil es da drin um Sex und Prostitution geht? Das ist euer Thema, wa? Gut. In der letzten Woche gab es ja ein bisschen was mit Drogen. Heute geht es weiter mit ein bisschen. Ne? Heute geht es ein bisschen was gechillt dazu. Naja, wir sollen heute auf jeden Fall. Ich muss wieder ein bisschen. Naja, wie dem auch sei. So, irgendwo da waren auch ein anderer, aber wir sollen jetzt erstmal uns mit Donovan treffen, das machen wir auf jeden Fall jetzt auch heute. Schauen wir mal, was uns da so erwartet, liebe Leute. Ah, da packt der gute Donovan. So, wir sollen wahrscheinlich einsteigen, sein Auto. Okay. Na gut. Das ist der nächste Teil, der uns heute auf jeden Fall ins Haus im Haus ansteht. Sehr schön. Also wir sollen einen Richter stoppen. Und Vorsicht vor den Cops. Das ist eine Überraschung. Das arme Schwein, der erledige den Richter. So, ich werde mal kurz noch was anderes erledigen. Nämlich mir. Mal kurz hier was holen. Und zwar,
das da wahrscheinlich. Da ist es. Wunderbar. Dann haben wir wieder ein zumindest mal. Mann, das war mal wieder ein Tag heute. Jetzt brauche ich erstmal meine Medizin. So, wir sollen jetzt den Typen schnappen. Das ist unser Ziel. Erledige Richter Holden. Ich kann diesen Käse jetzt nicht lesen. Dupré, das arme Schwein. Verzeihung, euer Herrn. Die Presse im Norden will, dass wir den Mann steinigen. Aber das lasse ich nicht zu. Verzeihen Sie die Bemerkung, aber will der Staatsanwalt diesen Kerl nicht hinter Gittern sehen? Der Staatsanwalt stimmt mir zu, dass ein Weißer in diesem Staat das Recht hat, sein Heim zu verteidigen. Was werden Sie tun, euer Herrn? Der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Was sonst? So, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den irgendwie erwischt bekommen. Dazu müssen wir erstmal die zwei Cops wegkriegen. Kann natürlich jetzt im Moment dauern mit der Mission. Ich frage, wie mache ich's? Ich würde die Cops gerne loswerden. Ich kann den Killer, deswegen ist ja kugelsicher, das hat er ja. Oh, der eine haut ab. Okay. So, damit werden wir die Sorge schon mal los. Ich muss ja erstmal aussteigen. Euer Herrn. Psst. Warum geben Sie es nicht gleich im Radio durch, dass ich hier bin? Meine Güte. Mit besten Wünschen von Onkel Lou. Was hat der alte Lou denn heute? Worauf wartet ihr? Los! Los! Langsam reicht's mir! Ihr eignet euch gut für Verdammt! So. Ja, geplant war es eigentlich anders, okay. Geplant war es anders. Ich hatte gehofft, dass er aussteigt, aber das wollte er nicht. Ja. Gut, dann müssen wir den Checkpoint nochmal neu laden. Dann probieren wir das also nochmal, liebe Leute. Was war denn da jetzt gerade los? Wieso ist denn jetzt Wagen, wir sagen Gas geben, ohne komplett zu bremsen? Na komm. Das kann nicht sein, das dauert wieder so lang. Jetzt hört bloß mal was. Und Vorsicht vor den Cops. Also, dann probieren wir es nochmal. So, dann werde ich mir jetzt nochmal machen. Wollen wir das gleiche nochmal machen, was wir vorher auch gemacht haben.
So, bis vor. Ich brauch was zum Entspannen. Du weißt ja, wo es hingeht. So, dann probieren wir es halt nochmal. So. Ich kann diesen Käse jetzt nicht lesen. Gepräh, das arme Schwein. Verzeihung, euer Herrn. Die Presse im Norden will, dass wir den Mann steinigen. Aber das lasse ich nicht zu. Verzeihen Sie die Bemerkung, aber will der Staatsanwalt diesen Kerl nicht hinter Gittern sehen? Der Staatsanwalt stimmt mir zu, dass ein Weißer in diesem Staat das Recht hat, sein Heim zu verteidigen. Was werden Sie tun, euer Herrn? Der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Was sonst? Wie wär's mit Gottes Gesetzen? Rassen zu vermischen ist wieder natürlich. So, dann probieren wir es halt nochmal. Der eine verzieht sich ja jetzt hoffentlich, ne? Der wird jetzt hier der haut jetzt hier ab. Ja, oder noch nicht, okay. So. Ich glaube, jetzt fährt er nämlich geradeaus weiter. Überhaupt nicht, wie war das denn jetzt? Ich muss tatsächlich warten. Sorry, wenn das heute ein bisschen so ziemlich das gleiche ist. Endlich! Verschanz mich! Aufhalte dir! Los! Los! War, ne? Ja, das war's. Das war Mann! Tut mir leid, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hatte den schon wieder. Oder muss die Karre da stehen bleiben? Einfach, oh, ich muss da noch ein bisschen chillen. Das kann noch machen. Mach mal ein bisschen ruhiger heute. Also muss ich es doch im nächsten Part machen. Och Gott, ich habe gar keinen Bock, das alles jetzt im nächsten Part erst zu machen. Weil das immer alles dasselbe ist, das ist das Problem. Ich krieg den nicht über... Sprung. Der läuft mir die ganze Zeit hinterher und kriegt mich dann noch irgendwie... Ich hab den nicht verfehlt. Und Vorsicht vor den Cops. Ja, wir machen es auch im nächsten Part. Bis dann.